She also became trapped here. She came into this house looking for her boyfriend. And then, where did she go? This place must be... Das haben kleine Mädchen also davon, wenn sie zu neugierig sind und unbedingt einem mysteriösen Schmetterling in ein verlassenes Dorf folgen müssen. Ich begrüße euch zu Project Zero 2 Crimson Butterfly für die PS2. Das vom japanischen Entwickler Tecmo produzierte Spiel ist ein typischer Vertreter der Gattung Survival Horror und setzt den gelungenen Erstling konsequent fort. Ihr steuert die Protagonistin Mio entweder alleine oder mit ihrer Schwester Mayo an der Seite durch vornehmlich düstere Horrorschauplätze. Die brillante Story, zu der ich an dieser Stelle aus Spannungsgründen nichts verraten möchte, führt euch durch insgesamt 10 Kapitel. Wie im Vorgänger muss man in Project Zero 2 gänzlich ohne Schrotflinte und Co. auskommen. Stattdessen erwehrt sich der Spieler mit einer magischen Kamera seiner Haut. Ihr solltet die gruseligen Geister auch auf gar keinen Fall zu nah an euch herankommen lassen. Auf Knopfdruck macht man einen Schnappschuss des Geistes, der ihm Energie abzieht. Je besser man den Gegner vor die Linse bekommt, desto mehr Schaden richtet das Foto an. Man hat zudem die Möglichkeit, bis zu 4 verschiedene Filme in die Kamera einzulegen, die mal mehr, mal weniger Energie abziehen. Die fixe Kamera zeigt das Geschehen stets aus festen Blickwinkeln. Man weiß also nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Schockmomente sind dank plötzlich auftauchender Geister ohnehin an der Tagesordnung. Spieler mit schwachem Nervenkostüm sind definitiv fehl am Platz. Hier schlagen wir uns mit einem besonders hartnäckigen Geist herum, der es auf die hilflose Mayo abgesehen hat. Greift er die Schwester zu oft an, segnet sie das Zeitliche, was ihr demnach unbedingt verhindern solltet. Erledigt man schließlich einen solchen üblen Gesellen, hinterlässt ihr euch netterweise eine der begehrten Geistkugeln. Mit denen tunt ihr eure Kamera in mehreren Kategorien. Außerdem findet man im Spielverlauf sogenannte Powerlinsen für die Kamera. Die ermöglichen euch Spezialangriffe, etwa einen Rückstoß, oder ihr könnt eure Gegner zum Beispiel deutlich langsamer machen. Neben den ständigen Auseinandersetzungen mit den fantasievoll designten Kreaturen gilt es regelmäßig Objekt- und Schalterrätsel zu knacken. Die sind meist allerdings nicht allzu knifflig. Mayo agiert komplett selbstständig und hilft euch ein ums andere Mal aus. Manche Geister müssen allerdings nicht eliminiert, sondern nur fotografiert werden, wie hier zu sehen. Das bringt euch ordentlich Punkte und nicht selten wichtige Hinweise für ein Rätsel ein. An diesen roten Laternen sichert man übrigens seinen Spielstand. Technisch bewegt sich Project Zero 2 knapp über dem Niveau des Vorgängers. Die Schauplätze sind erneut recht detailliert gestaltet und mit schönen Licht- und Schatteneffekten ausgeschmückt. Auch das Design der Geister kann sich durchweg wirklich sehen lassen. Hochklassige gerenderte Zwischensequenzen erzählen die Handlung fort und sorgen zusammen mit der schaurigen Soundkulisse für die richtige Atmosphäre. Leider macht die Steuerung manchmal zicken, was insbesondere an den nicht immer optimalen Blickwinkeln liegt. Resident Evil-Spieler kennen die Problematik. Mein abschließendes Testfazit: Project Zero 2 macht nichts wirklich neu, aber die prima Mischung aus beklemmender Atmosphäre, solider Technik, tollen Cutscenes und fiesen Schockeffekten im Überfluss fesselt bis zum Finale an die Konsole. Horrorfreunde sollten unbedingt zugreifen.